Ein denkwürdiger Tat, eine denkwürdige Tat, euer Durchlaucht. Ihr habt die Aufklärungstruppen bezwungen und unseren Hauptstützpunkt verteidigt. Unterdessen habe ich herausgefunden, dass der Angriff auf eine Verschwörung zurückgeht. Der Botschafter der dunklen Gewand hat dem Kommandanten der Expeditionskorps Lügen über euch eingeflüstert und ihn zu diesem Angriff verleitet. Erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Forschst du gerade noch was? Eher nicht. Also ja, die beiden Forschungen wichtig als nächstes, die sind wichtig. Questbelohnung. 30 Goldmünzen. Ah. Exzellent. Er hat eine neue Technologie erforscht. Gut, ohne Hygiene können wir noch leben. Zugang zu einer neuen Technologie erhalten. Aber ja, jetzt sollte eigentlich langsam genug Nahrung reinkommen. Ja, und die ewige Stadt wird halt von Gelb gehalten. Haben wir uns eigentlich alle Orte jetzt angeguckt mittlerweile? Das war die Universität, die hatten wir. Holzfällerlager. Ein Holzfällerlager, in dem nachts geschlafen, tagsüber hart gearbeitet wird. Meine Holzfällerkameraden und ich leiden unter Hunger und bitten um etwas Bier und bessere Verpflegung. Für den Fall, dass sie uns hilft, könnten wir aus Versehen ein paar Baumstämme über den Fluss fallen lassen. Der Inquisition würde sicher nicht gefallen, wenn der Flusshafen der ewigen Stadt von Baumstämmen blockiert wäre, nicht wahr? Gut, und dann haben wir hier oben noch zwei Questgebiete. Einmal Lucindas Palast. Dieser Nachbau des berühmten Weißen Palastes war dort als letztes Geschenk an sein geliebtes Töchterlein Lucinda, bevor er aus unfriedlichen Gründen das Zeitliche segnete. Mhm. Und hier haben wir das Lager der Inquisition. Hier hat Großinquisitor Cabo via sein Lager aufgeschlagen, mit dem Ziel, Tandrians Bürger die Gottesfurcht zu lehren. Oder Gottes Ehrfurcht zu lehren. Jetzt brauchen wir mehr Bücher. Ja, und er scheint ziemlich viele Handelsrouten besitzen zu wollen, hä? Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Holzmangel wäre nicht so schön. Also kümmern wir uns auch ein bisschen mal darum. Bevölkerung haben wir ja zurzeit genug.
Gebt Acht! Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. So, noch mehr. Bräuchte noch zwei Bücher. Ja, Bier ist nicht so das Problem. Holz ist kein Problem. Stein, wenn wir das Gebiet da hätten. Ja, das letzte Buch für die Forschung. Die ist wichtig. Die wäre eigentlich auch wichtig. Oh, nebenbei, ich habe gar keinen. Okay, ich merke gerade, ich habe gar keinen Waffenschmied. Und ja, ich stelle die Papiermühle mal auf bessere Verpflegung ein. Und den auf einfache Verpflegung. So. Das dürfte ungemein helfen. Schnellere Bücherproduktion sollte auch gut helfen. Fleischmangel ist dann doch ein Problem eher. Also ja, erstmal die einnehmen. Da wären in den beiden wären Fleisch. Ich kann aber auch einfach hier Getreide- und Schweinezucht errichten, um an mehr Fleisch zu kommen. Also erstmal den Sektor für Eisen einnehmen. Wunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Speicher auf jeden Fall. Ja, Steine beim Häuser bauen. Na komm, mach gleich 10 Pikiniere, dann geht's besser. So, die Forschung, die kann er mir eh nicht mehr wegnehmen.
Schade, keine Kanone mehr übrig. Also muss es eine Parkbank tun. Weil wenn wir die beiden Sektoren einnehmen, haben wir Prestige, was wir für diese Forschung nehmen können. Als nächstes. Und nö, hier machen wir kein Getreide, das machen wir hier und hier. Große Getreideproduktion. Nehmen jetzt aber langsam mal die Dinger ein. Naja, ich glaube, ich werde ihn dann doch da abschneiden. So, meine Armee. Also ja, den Sturmangriff, den würde ich mir nicht klauen lassen. Das muss ich ehrlich zugeben. Da soll er mir lieber die Biersache klauen. So, dann versucht das mal zu überbieten. Also ja, kann ich die mal zurück? Ja, Reinheitsgebot, das kannst du ruhig haben. Muss ich halt viel mehr Farben errichten. Wie sehen unsere Verluste aus? Was? 1-3, okay. Bist du verkraften? Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. So, dich können wir dann theoretisch eigentlich auf einfache Verpflegung wieder zurückstellen. Da nehme ich die Belohnung, dass wir ein paar Werkzeuge mehr haben. Solange wir diese noch brauchen. So. Als nächstes starke Mauern. Also nochmal 4 und 2. Wie gesagt, das Reinheitsgebot kann er haben. So, okay. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Hier erstmal ein Bergwerk. Das Eisen. Euer Gegner hat eine Technologie erforscht. Dann brauchen wir noch eine Berghütte. Okay. Das Ganze so. Immer noch nicht gut. Also ja, Köhler und den da und dann
Der zweite Berghütte. So, dran vorbei für Eisen. Eisen. Dann das Ganze noch mit einem Lagerhaus versehen.